So, Ubisoft. Redstorm Entertainment. Ja, palim palim, herzlich willkommen mal wieder bei Psycho Classic Let's Play. Ich mach mal wieder was, way, und alle freuen sich. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe lange Zeit nichts mehr gemacht. Jetzt ist es schon, glaube ich, die fünfte Aufnahme, die ich jetzt da mache. Und jedes Mal kackt irgendwas ab. Und jetzt beim letzten Mal hat es überhaupt nicht aufgenommen. Ja, schauen wir mal. Ja. Starten wir einfach mal Einzelspiel. Deswegen habe ich auch die zweite Mission schon da. Aber da hab ich, die habe ich noch nicht gespielt. Also da hab ich kein, bin ich keinen Meter gelaufen. Weil ich nämlich mittlerweile mit meinem YouTube-Account Videos hochladen darf, die länger als 15 Minuten sind. Das bedeutet, ich hau die erste Mission gleich komplett durch und lade ein Kit, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Das ist die SR4 mit Zielfernrohr, die SOG 45, also die eigentlich die 1911 halt, mit großem Magazin. Ja, dann starten wir mal die Mission. Ja, bei dieser Mission haben wir 1 die Startzone, 2 den Eingang zur Praktik, 5, 3 Zugänge zum Treppenhaus, 4 Zugänge zum Treppenhaus und 5 Ausgang von Praktik 1. Dritte und erste Etage jeweils bei 3 und 4. Und ja. Ja. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt, bis dann alles abgekackt ist. Und jetzt hat er mein Kit nicht übernommen. Okay. Okay, dann machen wir es einfach so. Ich starte es jetzt selbst nochmal neu. Schaffen wir auch so. Ohne dass ich da jetzt irgendwie großartig andere Waffen nehme. Muss jetzt auch funktionieren. Hilft nichts. Die M9. Eigentlich eine schöne Pistole. Ah, Mann, Mann, Mann. Machen wir es halt so. Anscheinend wird das Game, das ich so zock, erfüllt mir dem Game halt den Wunsch. Nehmen kein Zielfernrohr, obwohl das sehr, sehr praktisch ist. Weil man einfach viel mehr sieht, viel weiter sieht. Die Punkte übrigens, da sind wir oben schon an einem vorbeigelaufen. Die bringen uns, dass wir besser. Also, die zeigen uns die Spielsteuerung. Besser. Nee, die zeigen uns die Spielsteuerung. Zum Beispiel, da wird es hart erklärt, je nachdem. Oben wurde zum Beispiel erklärt, wie man das Team steuert. Ja, so, jetzt gehen wir hier mal einen Stockwerk runter. Und sind in L2. Und ich hätte gern, dass mit einer Splittergranate geräumt wird. Und go. Ja, die Effekte sind der Wahnsinn, ihr seht's schon. Oh, es hat wirklich einen erwischt. Okay, das hat nicht viel Wert auf die Entfernung. Ist natürlich jetzt schwieriger ohne Visier. Aber ich denke, es wird gehen. Oh, da hockt noch einer. So. Noch jemand? Nein? Okay. Dann folget mich. Uiuiui. Ui, ui. Die Explosion habe ich heute, glaube ich, schon zum sechsten Mal mitbekommen. Ja, so ist das, wenn das Game abschmiert. Ich weiß nicht, was das Rainbow Six da für ein Problem hat. Da ist mal wieder eine Steuerung. V, Nachtsicht, B. Bewegungssensor. In geringen Entfernungen. Das ist aber weniger Bewegungssensor als wirklich Wärmebild. Aber ihr seht ja, wie warm das die sehen werden. Das ist wirklich nur auf ganz kurze Entfernungen.
Häuserkampf oder so ist das ganz praktisch. Aber wir nehmen lieber das Nachtsichtgerät. Da sehen wir was. Da wissen wir, wo wir hin müssen. Das war zum Beispiel, das fand ich gar nicht schlecht damals an der KI. Mittlerweile gibt es natürlich viel bessere. Aber dass die auch über Mauern drüber schießen, ohne sich komplett rauszulehnen. Und der zum Beispiel nicht. Und die meisten tun es wirklich nicht. Aber ab und zu gibt es schon noch gar nicht so dumme. Wundert euch nicht, dass ich jetzt wusste, dass die da aus der Tür kommen. Wie gesagt, ich habe die Mission heute schon des Öfteren gespielt. Ja, und da ist unser Abholpunkt immer, wo das Zeichen ist. Und ja, in 2 Sekunden verlassen wir das Gebiet. Und dann geht's auch gleich jetzt weiter zum zweiten Teil der ersten Mission. Insgesamt sind es 3 Stück. Wie es bei den anderen Missionen ist, weiß ich nicht mehr. Das ist viel zu lange her. Und ja, aber hier, was jetzt wirklich stressig ist, dass ich kein Visier habe. Das ist wirklich schlecht. Es wird natürlich schwieriger zu zielen. Weil die oft mal bloß den Kopf rausstrecken. Da war es immer mit einem Zielfernrohr so scharfschützenmäßig immer kein Problem, da einen Header zu drücken. Oh, den hat auch getroffen. So, dann werfen wir jetzt mal eine Granate. Das war zu nah. Keine Ahnung, warum er die jetzt nicht gescheit geworfen hat. So will ich eine Granate werfen. Alpha 2, hier spricht Six. Um die Ecke lauern Scharfschützen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe die Mission ja nicht zum ersten Mal gerade gemacht. Verlasse Position. Ziel gesichtet. Halte die Position. Ziel in Sicht. Wir müssten ja dazu dritt eigentlich ganz gut klarkommen, wenn ich die andere Seite übernehme. Hoffe ich jetzt mal. Oh. Na komm raus. Na komm raus. Da ist auch noch einer, den habe ich gerade gehört. Also hier ist es auf jeden Fall wichtig, bei dem Spiel wirklich Kopfhörer zu tragen, weil ansonsten hört man die Gegner nicht und... Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch einer drin hockt. Nein. Da geht's auch nicht durch, also nicht, dass ihr jetzt mir dann schreibt. Wey, du bist nicht durch die Tür gegangen. Da geht's wirklich nicht durch. Ja. Auch keiner mehr. Oh, wo kam denn der her? Da oben aus dem Fenster. Na, da war mal einer. Müssen wir bloß aufpassen, weil hier sind auch noch welche. So. Gucken wir mal. Oh, Dauerfeuer-Abenteuer. So, und so haben wir den Punkt auch wieder geschafft. Aber es ist eigentlich wirklich schweres Level, wenn man sich da nicht auskennt. Jetzt, wo ich das so oft schon gespielt habe, war dieser Missionsteil, also der zweite Teil von der ersten Mission, wirklich schwierig. Weil die von allen möglichen Richtungen da kommen und auch durch die Häuser, diese Fenster, da achtet man gar nicht so drauf. Aber... Ja, das finde ich schon extrem, dafür, dass es die erste Mission war. Und ich sag's jetzt auch nochmal, ne, dass jetzt dann irgendjemand schreibt, oh, ich bin viel besser in dem Game wie du. Ich mache das nicht pro-mäßig. Ich bin ja eigentlich eher der Konsolenspieler, was sowas angeht. Crysis 2 spiele ich auch auf der 360. Halo zocke ich auf der 360. Aber so ein Shooter, Rainbow Six, gehört sich bei mir auf dem PC gespielt und ich bin nicht der Ultra-Pro. Aber ich komme ganz gut durch die Spiele und falls ich mal sterben sollte, passiert's halt. Und wo man gerade dabei ist, das speichere ich dann erst einmal.
Aber ja, es läuft schon, passt schon. Und jo. Und wenn er jetzt fertig laden würde, dann wäre ich echt glücklich. Dann wäre ich wirklich glücklich. La 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 la. Er hat geladen. Und wir speichern erstmal. So. Und ich weiß ganz genau, dass da welches sind. Dam, 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 da ist auch wieder irgendwas. Ja, das ist mit Spähen. Q und E. Das müssen wir uns zur Bank vorkämpfen. Und jetzt kommt uns gleich mal eine Rakete entgegen. Ich sehe nicht. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ah, ja. Und hinter dem Auto hockt der immer noch. Der Sack. Nein, tue ich nicht. Ja klar, es wimmelt ja von Terroristen. Ist doch klar, dass sie jetzt hier winzig sind. Gegner ausgeschaltet. So, wir haben die Straße geschafft. Wir speichern nochmal schnell. So, Ziel erfüllt, Zugang zur Bank verschaffen. Ich weiß nicht, lebt er noch? Ich weiß nicht genau, ob ich ihn genau getroffen habe. Nein, er lebt nicht mehr. So, wo sind meine Leute? Da sind meine Leute. Sehr gut. Zielfernrohr irgendwie leichter und das ist es auch genauer, weil der macht jetzt hier ja nur noch Bockmist. Aber wir sind Faschisten. Sehr, sehr interessant. So, nein, 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 nein. Der eine fragt, was zur Hölle war das? Weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich nehme jetzt mal die Pistole, weil ich habe nur noch 94 Schuss in der G36. Ich habe ja gesagt, ich habe bei der ersten Mission Munition raus. Nicht mehr normal. Ich weiß nicht, dass den erwischt. Das war nämlich eigentlich keine Absicht. Wer schießt denn da so dödelhaft? So. Dann können wir weiter. Nochmal speichern, damit wir, falls wir sterben sollten. Wow. Okay, da war ein Gegner. Schauen wir mal. So, da ist oft der Punkt, wo man oft mal vorbeiläuft. Das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal den Metalldetektor aus. Ansonsten wissen die ganzen Leute im Tresorraum, dass wir da sind. Und dann kommen viel mehr von außen auch noch hergerannt. Sauberer Kopfschuss, passt. Also das sind immer One-Shots, egal mit welcher Waffe. Wenn man Kopfschüsse verteilt. So, Netzella wird hier erklärt, wie man die Geißeln mitnehmen kann. Einfach mit der Aktionstaste, also mit der Leertaste machen. Und mit 5, mit 6 steuert man ja das Team, ob es anhalten soll oder mitläuft. Die Straße vor der Bank, um die Geisel evakuieren zu können.
Okay. Ja, da kommen Feinde. 4 Stück kommen reingelaufen. Und 4 Stück sind es auch wirklich. Ich habe es beim letzten Mal nachgezählt. Mit 5 kann ich jetzt die Geißeln hier stehen lassen. Ah ja. Also wenn jetzt da einer sagt, dass ich nicht gescheit zielen kann, das war ja voll auf den Kopf gezielt. Das ist voll auf den Kopf. Aber da kann ich nicht dafür, wenn er das nicht gescheit macht. So, wo sind die anderen zwei? Nehmen wir mal unsere G36. Jetzt ist die Mission eh gleich zu Ende. Oh, wir müssen die Geißeln folgen lassen. Fast vergessen. Die laufen uns jetzt hinterher. Naja. Nein, nichts. Falls ihr euch denkt, das leckt irgendwie, das kann auch an meiner Maus liegen. Also bei mir leckt das nicht. Das ist, weil meine Maus, ich habe eine Funkmaus und die ist batteriemäßig fast am Ende, aber ich habe keine mehr. Keine anderen. Deswegen denkt euch nicht, das ruckelt, sondern das ist meine Maus. Ich habe immer flüssige Bewegungen, aber speichern. Jetzt warten wir mal, bis alle da sind. Die Geißeln sind auch da, dann lassen wir die mal kurz stehen. Weil jetzt hier kommen auch wieder ein paar Bösewichte, die wir erst eliminieren müssen. Bevor wir hier irgendwie weitermachen können. Oh, oi, oi, oi. Ja. Und ich glaube, über uns sind auch nochmal welche. Ihr werdet alle sterben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Das hat sich auch so angehört, als wäre der über uns. Ich konnte nicht weiter hoch. Kann ihn jetzt nicht abschießen. Ich komme nicht weiter hoch. Gehen wir zum Punkt. Holen die Geißeln noch, die stehen ja. Na, 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 komm, 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 komm. So, Ziel erfüllt. Gut gemacht, Team. Wir brauchen einen Arzt. Die Silo ist in Sicherheit. Die Ordnung wurde wieder hergestellt. Ein Patch würde vielleicht dem Ding hier auch mal nicht gerade schlecht tun. Ist. Ja. So, das war die erste Mission. Und ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet bei der zweiten wieder ein. Bis dahin. Servus.